Und man muss sich ständig hinterfragen. Aha, ich werde scheitern. Wir haben es dann jetzt Toilettenpapier. Wird niemals die Strategie sein, mit der du dein Ziel erreichst. Wenn ich mich füttere mit diesen ganzen Geschichten von diesen Menschen und auch mit den negativen Erfahrungen von diesen Menschen, dann habe ich natürlich auch eine gewisse Vorbereitung. Ja. Das heißt, ich bin auf viele Situationen im Vorhinein schon mental vorbereitet und weiß, aha, ich werde scheitern. Ich werde das nicht umgehen können. Jeder, der versucht, Scheitern zu umgehen, sabotiert ja seinen eigenen Erfolg. Ja, stimmt. Eben weil man weiß, dass es nicht ohne Fehler geht. Und wenn man dieses Bewusstsein wirklich aufbaut, dass diese Fehler eben dazugehören, und wenn du die erfolgreichen Leute fragst, dann ist es sogar so, dass die Stolpersteine oder die Herausforderungen manchmal zu den größten Siegen geführt haben, weil du auf einmal auch gezwungen bist, über andere Wege mal nachzudenken. Ja. Wir haben es dann jetzt Toilettenpapier. Und ich habe so natürlich jedes Mal, wenn ich das las, habe ich gedacht, na, das sind schlechte Egoisten, weil die schon vorher nichts auf die Reihe gekriegt haben. Die haben jetzt Panik, dass sie bald nichts mehr zum Abwischen haben. Und ich habe das in einem Artikel dann verarbeitet und habe gesagt, gute Egoisten haben es dann kein Toilettenpapier und klauen der armen Oma im Rewe jetzt die letzte Rolle, sondern ein guter Egoist geht jetzt zum Restaurant oder Hotel, sagt, Mensch, ihr habt doch bestimmt den ganzen Keller voll mit euren Dingern, keiner benutzt das gerade, verkaufen wir mal ein paar Pakete. Mhm. Ne? Und dann sage ich meinen Nachbarn, dass sie auch zu euch kommen können und euch die Pakete abkaufen können, weil die vergammeln gerade im Keller, bringt ja auch keinem was. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Bild sehe, wenn ich ein Bild von einem Kriegsgebiet sehe oder irgend so etwas, dann entscheidet sich eben, wird das als neutrale Information aufgenommen und man sagt, okay, ja, es gibt leider auch Kriegsgebiete auf dieser Welt. Oder definiere ich für mich daraus, die Welt ist wahnsinnig schlecht, gefährlich und aggressiv und so weiter und so fort. Darauf kommt es dann letztendlich natürlich an. Und man muss sich ständig hinterfragen. Man muss ständig auch sich selbst, seine eigene innere Stimme hinterfragen, indem man sagt, bist du jetzt sozusagen die Stimme des Inputs oder bist du tatsächlich die Stimme, was ich daraus für mich formuliert habe? Wichtig ist zu unterscheiden zwischen Lebensplan und Aufgabenstrategie. Oder das ist nicht das richtige Wort, aber Strategie. Wenn ich sage, Plan B ist scheiße, weil es lenkt dich von Plan A ab, dann ist das bezogen auf den Lebensplan. Ich bin also der Meinung, man sollte wissen, wo das Herz brennt, wo die Leidenschaft liegt. Und das sollte man konsequent versuchen umzusetzen, solange bis es eben funktioniert. Die Strategie, mit der du da anfängst, wird niemals die Strategie sein, mit der du dein Ziel erreichst. Weil es heißt ja so schön, dein Lebensziel sollte in Stein gemeißelt sein, der Weg dahin in Sand geschrieben. Und das kann ich hundertprozentig unterschreiben, weil die Strategie wird sich immer ändern, den äußeren Umständen entsprechend, deiner persönlichen Entwicklung entsprechend etc. Und von daher muss man da immer offen bleiben für alle Buchstaben des Alphabets, verschiedene Wege auszuprobieren, wie ich nun nach Rom komme.